So, da steht sie rum. Der Weg ist offen. Es zieht mich hindurch. Dann gehen wir mal da rein. Die Inquisitorin ist von Abwehr ihrer selbst umgeben und begrüßt ihn mit einem kalten Blick. Entropische Energie wirbelt um sie herum. Inquisitor, you abandoned your sacred charge. You made a sacrifice of order on the altar of orthodoxy. Inquisitorin, du hast deine heilige Aufgabe aufgegeben. Du hast die Ordnung auf dem Altar der Orthodoxie geopfert. Ihre Augen leuchten grau wie kalter Stahl. You've come to end me then? To consign these lands to chaos? Du bist also gekommen, um mir ein Ende zu setzen, dieses Land ins Chaos zu stürzen. Tis a certainty that I have lost. It fled me, I think. Each memory restored, providing it another egress. Es ist die Gewissheit, die mir jetzt fehlt. Sie ist mit jeder Erinnerung, die wiederhergestellt wurde, abhanden gekommen. Der Inquisitor nickt erneut. Glaubst du, es gibt keinen anderen Weg? Wir sind hergekommen, um es zu beenden. Lass dich jetzt nicht vom Weg abbringen. Ihr beide könnt euch noch versöhnen. Ihr edelt euch mehr, als ihr euch unterscheidet. Damit du frei sein kannst, muss sie sterben. Sie beide eingreifen, so soll es sein. Nehmen wir mal die Eins. Glaubst du, es gibt keinen anderen Weg? I only know that I feel lessened somehow, or perhaps more aware of what I lack. Ich weiß nur, dass ich mich irgendwie kleiner fühle, oder vielleicht bin ich mir meiner Mängel nun mehr bewusst. Ihr beide könnt euch noch versöhnen. Ihr ähnelt euch mehr, als ihr euch unterscheidet. How? It seems impossible. Mir scheint das unmöglich. In that, at least, we are in accord. In dieser Hinsicht sind wir uns wenigstens einig. Du hörst Leder quietschen, während die Hände der Inquisitoren sich in zu kleinen Fäusten ballen. Du könntest es mit Küssen versuchen. Denke daran, dass dich nicht nur die schlimmsten Dinge ausmachen, die du getan hast, sondern auch die besten. Das kann ich nicht für dich beantworten. Akzeptiert einander, vergebt einander. Ihr könntet es mit Küssen versuchen. Ihr solltet euch küssen, glaube ich. Die Engvital, sehen sich an und drehen sich dann zu dir. No, I think not. Nein, ich denke nicht. Das war ein Versuch wert. Ich musste das probieren. Vor allem, weil Aluf das auch noch so untermalt hat, was das wert. Okay, nehmen wir mal wirklich das. Denke daran, dass du dich nicht nur die schlimmsten Dinge ausmachen, die du getan hast, sondern auch die besten. And all that in between. Und alles dazwischen. Where that is so easily accomplished. Wäre das nur so einfach zu erreichen? Sie wendet sich Naxiva zu. What say you, Inquisitor? Is there aught to be salvaged between these two sad souls? Was sagst du, Inquisitorin? Gibt es zwischen diesen beiden traurigen Seelen noch etwas zu retten? Naxiva grinst schämisch, ihre Mundwinkel zucken, während ihr Blick von dir zu der Erscheinung an der Seite und dann zurück zu dir schweift. Wenn du dich hier widersetzt, widersetzt du dich nur dir selbst. Bist du all die Anstrengungen nicht leid? Ist es nicht an der Zeit zu ruhen? Weder das oder wir vernichten dich, nichts sagen. Nehmen wir die zwei. Die Maske der Inquisitorin wendet sich in Richtung der Decke der Kanna, als ob sie bei den Göttern eine Antwort auf ihre Frage suche. I've certainly been responsible for worse decisions. Ich war bestimmt schon für schlimmere Entscheidungen verantwortlich. Die Erscheinung lächelt selbst, als sie beginnt, sich an ihren Kanten aufzulösen. Als die Inquisitorin verschwindet, kreischen die anderen Identitäten im Saal, als ob sie Schmerzen erleiden würden. Sie stürzen sich auf dich. Oh. Oh, da ist ja auch sogar noch so ein Wächter des Verfalls. Oh, das sollte ich nicht zulassen. Der Wächter des Verfalls, da ist ungut.
So, alle auf Heilung. Drachen herbeirufen, wir brauchen Unterstützung. Du am besten auch was herbeirufen. Habe ich noch auf irgendwas, was ich herbeirufen kann? Außer Leck gerade. That's not very helpful. Bin ich gerade irgendwie gelähmt? Jetzt nicht mehr, oder? Nein. Also ja, der Wärter des Verfalls ist echt eine harte Nuss. Komm, Edwin, löse ihn auf. Er ist fast tot. Okay. Und ich sollte nicht Leute in meinem Schussbahn haben. What can I do? Oh, sie ist wieder da, Gott sei Dank. Die Frau vor dir zeigt sich mit einer Verbindung aus Selbstvertrauen und Bescheidenheit, die sie nur etwas weniger undurchdringlich wirken lässt, wie die Maske eines Inquisitors. Doch da lächelt sie, nur so leicht, dass du es gerade noch erkennen kannst, aber unverkennbar. I appreciate your efforts here. I do not fully understand them, but I can appreciate them. Naxiva ex Kirin, ich weiß dein Handeln hier zu schätzen. Ich kann es nicht vollständig nachvollziehen, aber trotzdem weiß ich es schon schätzen. Bist du also wieder vollständig? Die Dinge, die ich während des Prozesses gesehen habe, waren sie echt? Du klammerst dich an einen leblosen Traum. Eng wird es schon lange nicht mehr. Ich brauche deine Hilfe. Du musst für das, was du getan hast, büßen. Fragen wir mal, ob die Dinge echt waren. To you and me? To us? Yes. Were they reflective of historical fact? Of that I am unsure. Für dich und mich? Für uns ja. Spiegeln sie historische Fakten wider? Da bin ich mir nicht sicher. Das weißt du nicht? Bist du also wieder vollständig? Das weißt du nicht? Imagine a nightmare from which you cannot wake. Imagine that it holds you captive for a thousand years. Stell dir einen Albtraum vor, aus dem du nicht aufwachen kannst. Stell dir vor, er hält dich tausend Jahre lang gefangen. After you woke, would you be so certain of which horrors had occurred before you slept and which had not? Könntest du dir nach dem Aufwachen sicher sein, welche Schrecken du vor deinem Schlaf erlebt hast und welche nicht? Bist du also wieder vollständig? I think not. I feel hollow, flat somehow. Perhaps I am now all that remains of me. But 'tis enough. Ich denke nicht, ich fühle mich leer, irgendwie flach. Vielleicht ist das nun alles, was von mir bleibt, aber es ist genug. Sie blickt auf ihre Handflächen, während sie antwortet. Ich brauche deine Hilfe. I certainly owe you a boon. Ich schulde dir etwas. How might I balance the scales? Wie könnte ich die Waagschale ausgleichen? Ja, komm mit mir, ich werde dir helfen, deinen Weg zurück ins Rad zu finden. Hilf mir, einen uralten Drachen zu töten. Lass los, nimm dir das Vergessen an. Erlaube es diesem Ort ins Nichts zu stürzen. Nein, ich brauche Hilfe beim Drachen. Es wird erledigt. Ich werde dir jede mögliche Hilfe zukommen lassen. Die Erscheinung schimmert und zerfällt, als das, was von Naxiva X Kirin übrig bleibt, sich dir anschließt. Reißender durch das Nichts. Oh, oder ein direkter Weg zur zertrümmerten Passage. Okay, dann gucken wir mal kurz. Erfolge.
Das müsste hier unten sein. Entscheide über das Schicksal von Inquisitorin Naxiva, dem heiligen Weidwen und König Vingaro Ovaturi dem Ersten. War das ein Secret Achievement? Weil bis jetzt ist mir das hier noch gar nicht aufgefallen. Ja, Grausamkeit gegen Tiere. Dieses Achievement werde ich nie nehmen. Ganz ehrlich nicht. Wer auch immer das da eingebaut hat, das ist das einzig Schlimme an diesem Spiel. Yes, certainly. Ach ja. Abgeschlossene, gucken wir erstmal danach. Die endlosen Befragungen. Ja. Konfrontiere. Ich habe die Seele. Das habe ich schon. Ich half Naxiva X Kirins mit sich klarzukommen und sie war einverstanden, mir im Gegenzug gegen die Drachin Nerissiras zu helfen. Ja. Gut. Die unermesslichen Tiefen des Todes. Ja. Ich befreite die gefesselte Seele von Inquisitorin Naxiva aus ihren endlosen Verhören. Ich befreite Weidwen. Mhm. Gut. Es gibt noch etwas in meinem Ganzreich zu tun, um mich auf meine Begegnung mit Nerissiras vorzubereiten. Wenn ich sie verfolgen will, muss ich in die Grube hinabsteigen, die sie in der zertrümmerten Passage geöffnet hat. Ja, was gibt's noch zu tun, um mich darauf vorzubereiten? Außer vielleicht Xoti wieder gegen ihn zu tauschen, weil er mir empfohlen wird. Und das wahrscheinlich die beste Möglichkeit wäre. Aber dazu müsste ich wieder komplett raus. Könnte aber unterwegs rasten. Wären die Ladezeiten nicht so lang, so wie jetzt. Jetzt habe ich drei von vieren, die mir beim Drachen helfen können. Vielleicht noch die... Was mache ich mit? Ich helfe dir, wenn es nötig ist. Er wählt diejenigen aus, die er hierher bringt. Ich frage mich, wie. Mhm. So, wenn ich jetzt hier rausgehe, müsste eigentlich die Seele uns wieder entgegenkommen, genau. Ja, wenn Heidi kommt wieder, du kehrst von deiner Befragung zurück. In Heidi's Blick durchbohrt dich. Da wird sie dir gegen den Würm helfen. Ihre Aufmerksamkeit ruft auf Naxiva. Ich habe volles Vertrauen in ihren Willen und ihre Stärke. Dies ist ihr Urteil, ihre Strafe, ihre Erlösung. Sie schuldet mir etwas. Die zwei klingt sehr metaphorisch. Oder philosophisch, besser gesagt. Daran zweifle ich nicht, aber ist das genug, um dieses Monster da unten endlich zur Strecke zu bringen? Ja, das ist eine gute Frage. Also, die haben wir jetzt erledigt. Greetings again. Ich grüße dich erneut, Wanderer zwischen den Welten. Wolltest du noch etwas wissen? Nein. Was ist, wenn ich jetzt hier die Höhle anklicke? Der Hörer sieht dich mit leicht lodernden Augen, sieht mit leicht lodernden Augen zu dir. Ich sehe, dass Geisterstoff an dir hängt. Du bist also entschlossen, nach unten zu gehen? Wirst du mir da unten helfen? Der Geist runzelt die Stirn und ein leichtes Zucken verziert ihren rechten Mundwinkel. Ihre Nasenflügel beben. Ich habe einen Eid geschworen, ich muss den Weg beschützen. Ein Schwur, der noch wichtiger wird, wenn du versagst. Ist das jetzt ein Nein? Nein, ich muss mich noch vorbereiten. Okay, also. Was ist jetzt mit dir? Save your words for Aranga. I'm nothing but a hammer to be swung. Akira? Spar dir deine Worte für unseren Ranga. Ich bin nichts als ein Hammer, der geschwungen wird, Akira.
Verrat nutzt, um mir als König zu erscheinen. Ich bin König Vingaro Uvaturi, der Erste seines Namens, und ich begehre, diese Brücke zu überqueren. Verrat nutzt, um mir als Ranger zu erscheinen. Unsere Feinde sind mit Kriegskanus am Stand gelandet. Ich muss auf die andere Seite, um die Krieger zusammenzurufen. Sind wir mal so übertrieben. Sie reißt ihre Augen weit auf und stellt sich vor dir stramm hin. Great Ranga, forgive my careless words and slow hands. Bridge is still too weak to support your mighty stride. Großer Ranga, vergib meine achtlosen Worte und langsamen Hände. Die Brücke ist noch zu schwach, um deinem kräftigen Schritt standzuhalten. Sie hebt eine zitternde Hand, um respektvoll ihre Stirn zu berühren. König Vingaro, nachsprechen. Du weißt es besser, als den Drachen des Todesfeuers auszuhalten. Beende deine Arbeiten auf der Stelle. König Vingaro, nachsprechen. Die Blume von Okaiso ist der Ranga für alle. Lass uns die Krücke gemeinsam fertigstellen. König Vingaro, nachsprechen. Man muss bauen, bevor man führen kann. Ich werde dir das königliche Handwerk des Brückenbauens beibringen. Nehmen wir mal die zwei. The Great One would stoop to hauling lumber and driving nails? Then I say the work will go 10 times faster.